Wer ist da? Hier ist Hanna Becker. Ich rufe Sie von der Handelsgesellschaft Via Market Go an. Von was? Von der Handelsgesellschaft Via Market Go an. Kenn ich nicht. Okay, kein Problem. Sie haben sich bei einer Werbung angemeldet von unseren Partnern. Das war um Bild.de, wenn ich mich nicht irre. Also es geht um Onlinehandel am Finanzmarkt. Kryptowährungen kaufen, verkaufen, Aktien, Rohstoffen. Was möchten Sie verkaufen? Ich möchte gar nichts verkaufen. Warum Ich nicht? meine, Sie können ganz gerne etwas, irgendwelche Aktien kaufen oder verkaufen. Sie können Kryptowährungen kaufen und verkaufen und mit in der Zukunft Geld verdienen. Ja, wie mache ich das? Also schauen Sie, Wohin denn? wie bitte? Wie bitte? Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Ja, ich auch nicht. Was meinen Sie? Weiß ich nicht. Ich habe ja nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ist ja alles kompliziert bei Ihnen. Was meinen Sie kompliziert bei mir? Wie bitte? Was meinen Sie kompliziert? Weil ich immer nachfragen muss bei allem. Okay, warum? Ja, weil ich Antworten haben möchte. Was meinen Sie? Also, vielleicht verstehen Sie nicht, worüber spreche ich. Ja, Sie haben doch angerufen wegen dem Termin beim Doktor. Nee. Nicht. Sie haben sich bei einer Werbung im Internet angemeldet. Man kann sich Es nicht geht um. bei Werbung anmelden. Warum? Man kann sich bei Seiten anmelden oder bei Firmen, aber doch nicht bei einer Sie haben. Werbung. Sagen Sie mir bitte. Sagen Sie mir bitte. Ist Ihr Name Hans-Herbert Maulwurf? Ja, natürlich. Mein ganzes Leben lang schon. Wunderbar. Sagen Sie mir Ja. bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet Emil. hansmaulwurf1946 at gmail.com. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Das Wort, das Sie suchen, heißt E-Mail, das heißt doch nicht Emil. Sie Was sind auch, meinen Sie? ne, Sie sind auch so ein Emil. Also, sagen Sie mir bitte, ist Ihre E-Mail-Adresse Boah. hansmaulwurf1946, Entschuldigung, @gmail.com? Ja, und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse lautet hanna.becker@vermarketsco.co. Können Sie das mal buchstabieren? Ich habe das nicht verstanden. Wofür brauchen Sie meine E-Mail-Adresse? Na, wofür brauchen Sie meine? Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse gar nicht. Sie haben Ja, Ihre also. E-Mail-Adresse bei der Registrierung angegeben. Ja, aber warum fragen Sie, wenn Sie meine Emil-Adresse gar nicht brauchen? Ich möchte einfach überprüfen, ob Sie das alles richtig eingegeben haben. Ja, halten Sie mich denn für blöde oder was? Was meinen Sie? Warum denken Sie so? Na, wenn Sie sagen, ob ich das richtig gemacht habe, bin doch nicht Ja. dumm. Super, wunderbar, dann können wir weitersprechen. Ich kann erklären, wie das Plattform funktioniert und wir können Ihr Handelskonto aktivieren, damit Sie bestimmt gutes Geld mit unserer Firma verdienen können. Mehr Schweinchen? Wie bitte? Wie bitte? Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 73 und Sie? Ich bin 25. Ha, das ist ja ein gutes Alter, ne? Natürlich. Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie sich angemeldet, haben Sie sich registriert, haben Sie bei einer Werbung Ihre Daten eingegeben? Also ich schreie den Fernseher öfter mal an, wenn da Werbung läuft. Das kann gut sein, dass der da mal was aufgeschnappt hat, ne? Schauen Sie, es Wohin geht um denn? Handel. Ich kann erklären. Hören Sie bitte Ja, mal das zu. glaube ich nicht, aber ja, ich höre zu. Wunderbar. Und wir haben zwei Brack. Möglichkeiten, wie Sie mit uns arbeiten können. Zwei Möglichkeiten, wie Sie mit uns handeln können, Brack. wie Ja? können Sie Geld mit uns verdienen. Ja, Geld verdienen ist immer gut, ne? Ja, natürlich. Deswegen vielleicht haben Sie sich angemeldet. Brack. Ja?
Also sagen Sie mir bitte, sind Sie jetzt allein oder mit jemandem? Ich bin alleine. Okay, super. Und Sie, wie viele Leute sind da? Das ist so laut bei Ihnen. Das ist nicht so laut. Na doch, ich kann das doch hören, dass da tausend Leute im Hintergrund rumschreien wie die Berserker. Nee, nee, Bereiten nee, Sie nee. gerade den nächsten Raubzug nach Quatsch. Paris vor? Nee, Quatsch. Ist da in der Wikingerzentrale gelandet? Nee, Quatsch. Nee, nee. Tausend Leuten, das ist ganz ausgeschlossen. Ja, das ist ja nicht real, physisch, wie Herr Baraka sagen würde, tausend Leute sitzen, aber es ist ja mal sehr laut bei Ihnen im Hintergrund, darum frage ich Ja, ja. ich verstehe, was meinen Sie? Ich verstehe, was meinen Sie? Also, ich arbeite in einem Unternehmen. Das ist schon klar, dass wir, also, ich arbeite nicht alleine, oder? Ja, das weiß ich ja nicht, was da bei Ihnen abläuft. Also, ich habe mich vorgestellt. Haben Sie Wo sich bin ich denn vorgedrängelt? vorgestellt? Nee, ich habe mich vorgestellt. Ja, das macht man ja aber nicht, ne? Schauen Sie. Ich rufe Sie von dem Brokerunternehmen. Prokura? Brokerunternehmen. Ja, wie heißt das? Via Markets Go. Können Sie das mal buchstabieren? Sie reden so schnell, ich kann das gar nicht verstehen. Via Markets Go. Einmal buchstabieren, bitte. Ich kann alle Informationen per Ihre E-Mail-Adresse schicken, wenn Sie das brauchen. Können Sie nicht einfach mal Ihren Firmennamen buchstabieren, bitte? Alphanumerisch. V-I-A-M-A. Noch buchstabieren. A like Apple, B like Bertha. Richtig buchstabieren. Kann auch auf Englisch sein, ist auch in Ordnung. Okay. W wie Vogel? A wie W wie Angela? Vogel? Ja. Ich werd nicht mehr mit euch gestalten. W wie Vogel. Weil ich stell mir gerade den Schradin vor von 9 Live TV, wenn dann da einer anruft, es wird ein Tier gesucht mit genau einem H im Buchstaben und dann ruft da einer an und sagt Habicht. Und dann schmeißt er da die Vasen durch das Studio und genauso verzweifelt bin ich auch gerade, wenn sie W wie Vogel sagen. Oder meinen Sie Windhund? Was meinen Sie? Ich verstehe Sie, Entschuldigung, aber gar nicht. Ja, das kann vielleicht daran liegen, dass Sie der Deutsch nicht so sprechen können, nicht wahr? Nee, Quatsch. Ich kann ganz gerne und ganz gut Deutsch sprechen. Ja, vielleicht gerne, aber gut, da sind wir weit entfernt von, junge Frau. Was meinen Sie? Genau wie ich das gesagt habe. Nee. Na doch, ich weiß doch, was ich gesagt habe. So, vielleicht haben Sie Quatsche vorstellen. Quatsche Haben Vorstellung? das? Das trage ich gleich ins neue deutsche Sprachlexikon ein, das Wort. Ja, dann sollen Sie noch mal lernen, oder? Ja, das Leben ist ein lernenslanger Prozess, nein, andersherum. Ist bei Ihnen nur noch nicht Genau. angekommen, ne? Okay, Herr In Meister, welchem Alter haben Sie denn aufgehört? sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse dafür, damit wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren können? Ja, wie kann ich denn bei Ihnen Geld verdienen? Wie funktioniert das denn? Sagen Sie Sie können mal. mit uns, Sie können mit unserem Profitrader arbeiten. Mit was Ja, bitte? mit unserem Profitrader, Was mit ist unserem das? Fachmann. Fachmann, ja. Wie heißt Genau. denn der? Wir haben nicht einer. Sie haben keine, ja, da können Sie mir das doch nicht Nee. anbieten. Sie haben mich nicht richtig verstanden. Nee, Sie haben sich nicht richtig ausgedrückt. Da liegt der Hase begraben. Und er hat kein schönes Grab, der arme Hase. Sagen Sie mir bitte, warum dann haben Sie sich angemeldet? Warum haben Sie Ihre alle Daten eingegeben? Ich Geld verdienen möchte. Das haben Sie mich jetzt Okay, schon super. mehrfach Dann, gefragt. worüber sprechen wir jetzt? Ja, im Prinzip ja über den Hasen. Also, kleinen Moment, sagen Sie mir bitte, möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder ich lege auf? Na, ich wollte Geld verdienen, das geht ja bei Super, Ihnen, ne?
Dann lassen wir uns Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, wie geht das denn? Und wie viel Geld kann man da verdienen, bitte? Sie können mit uns Ihr Handelskonto mit unserem Minimalbetrag aktivieren mit 250 Euro. Dann kriegen Sie den Anruf von unserem Profi-Trader. Er eröffnet für Sie Software und Sie können entweder automatisch oder mit unserem Profi-Trader weiterarbeiten. Der eröffnet Software? Software kann man nicht aufmachen, die kann man doch gar nicht anfassen, daher der Name. Wie bitte? Wie bitte? Das ergibt keinen Sinn, was Sie da erzählen. Richtig? Genau. Denken Sie so? So, Sie möchten sagen, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich sage? Naja, zumindest ist ja ihr Leitfaden ist schlecht übersetzt, weil Software kann man ja nicht aufmachen, ne? Das ist ja, kann man ja, sag ich mal, nicht real physisch anfassen, ne? Hardware kann man anfassen, aber nicht die Software. Ja, ist schlimm mit dem Maulwurf, ne? Ja, ein bisschen schwer. Ja, ist ja selber schuld, ne? Also schauen Sie. Ja? Möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nein? Wie? Sagen Sie mir bitte einfach ja oder nein. Und Sie sagen mir jetzt bitte, ich habe schon dreimal gefragt, wie kann ich bei Ihnen Geld verdienen? Sie geben mir keine Antwort. Ich habe schon gesagt, unser Profi-Trader gibt Ihnen bestimmte Signale, wann es besser zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, aber was soll ich denn kaufen? Sie lesen immer nur Ihren Papier vor. Sie sollen mir das erklären, nicht Ihr Papier vorlesen. Das hilft uns doch nicht weiter hier im Hühnerstall. Schauen Sie, ich bin nur Kontomanagerin. Ja, dann managen Sie auch mal. Aktivierung, nur für die erfolgreiche Aktivierung ist das Handelskontos zuständig. Wir haben dafür Broker, so, das heißt Fachmänner, die alles für Sie erklären können. Ich beschäftige mich nur mit der Aktivierung Ihres Handelskontos. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, aber bevor ich da Geld bezahle, will ich doch wissen, was da passiert. Das müssen Sie doch auch verstehen. Hey, seien Sie mich nicht an. Das ist ja unverschämt. Aber wir aktivieren Ihr Handelskonto mit dem Minimalbetrag. Ja. Weiter kriegen Sie den Anruf von unserem Profi-Trader. Er schließt für Sie Software an. Software kann man auch nicht anschließen. Doch. Nein. Doch. Software kann man nicht anfassen, da kann man auch nichts reinstecken. Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie da erzählen. Sie lesen nur Ihren Zettel vor, der ist wahrscheinlich mit Google übersetzt worden, aus Aramäisch oder so, ne? Nee. Sprechen Sie Indisch? Nee. Welche Sprache sprechen Sie denn gebürtig? Deutsch. Nee, das hört man ja, dass Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist. Wo kommen Sie denn her? Mein Vater kommt aus Deutschland. Ja. Und Sie? Und ich komme auch aus Deutschland. Ist das logisch, oder? Wenn mein Vater aus Deutschland kommt. Naja, man hört ja, dass Sie, sag mal, der Muttersprache nicht mächtig sind. Darum frage ich ja. Ja, okay, super. Meine Mutter kommt aus Russland. Noch Fragen haben Sie vielleicht? Ja, wie groß sind Sie? Ich hab schon gesagt. Wie groß Sie sind, haben Sie mir nicht verraten. Wofür brauchen Sie diese Information? Ja, Sie fragen mich ja auch alle möglichen Sachen. Ich möchte ja nur nett sein, nicht wahr? Ich hab gar nichts gefragt. Nicht? Sie geben mir diese solche Möglichkeit nicht. Ich gebe Ihnen nicht die Möglichkeit? Ja. Wie meinen Sie das? Sie sprechen einfach so viel. Sie müssen keine Ahnung, was ist los. Vielleicht ist es für Sie ein bisschen langweilig oder Sie wissen gar nicht, was möchten Sie jetzt machen? Ne, wie auch, wenn da nur so ein Meerschweinchen am Telefon ist, das überhaupt nichts versteht. Sie wissen doch gar nicht, was Sie machen. Sie verstehen das doch selber nicht, was Sie da machen. Sie können mich vertrauen, weiß ich bestimmt, was mache ich. Natürlich kann ich Ihnen vertrauen, wenn Sie nicht mal die einfachsten Fragen beantworten können. Sind Sie absolut vertrauenswürdig? Wenn diese Fragen sind dumm, dann was soll ich machen? Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten und schlecht trainierte Kundenberater. Natürlich. Solche Schlussfolgerungen können Sie nur...
50 Minuten machen, stimmt das, ja? Ja, sprechen wir schon so lange? Das ist schon egal, dass ich arbeite hier schon lange und ist es schon egal, dass Sie können es doch einfach nicht. Arbeit. Und das ist schon egal für Machen Sie doch mal eine andere Lehre, eine Ausbildung. Versuchen Sie es doch mal mit richtiger Arbeit. Denken Sie so? Ja, natürlich. So. Haben Sie solche Vorstellungen, ja? Ich habe ganz tolle Vorstellungen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was denken ich für Vorstellungen Sie, habe. Nur Sie denken so, dass Sie nur tolle Vorstellungen haben. Ja, dann sind die anderen Leute wohl doof, die bei Ihnen investieren. Also ich bin nicht so doof, dass ich mich da reinlegen lasse. Das ist alles denken eine Riesenverarsche. Natürlich denke ich so. Denken Sie so? Dann ja. Warum haben Sie sich angemeldet? Ja, um Sie zu verarschen. Das klappt ja auch wunderbar. Sie lassen sich ja richtig schön auf die Palme treiben. Ich hoffe, Sie haben einen guten Ausblick da oben. Vielleicht finden Sie von da aus das Arbeitsamt. Okay. Ich wünsche Ihnen einen Tag noch. Den habe ich auf jeden Fall. Rufen Sie gern wieder an, ne? So ein bisschen kürzere Videos, da freuen sich die Leute auch mal, wenn die nicht so viel Zeit haben, ne? Blöde Kuh.